Karneval, so ganz ohne Garde, Prinzenpaar und Ordensgeklimper. Ja, geht das überhaupt? Jo, schon fast 20 Jahre geht das sogar ziemlich gut. So lange gibt es schon die Neuss-Düsseldorfer Kooperation von Frohsinns-Anarchos, die gemeinsam den etwas anderen Karneval auf die Bühne bringen. Erst in Neuss und dann in Düsseldorf im Zack. 19 Vorstellungen sind es insgesamt, lange ausverkauft im Voraus. Peter Rüben ist jetzt im Zack für uns. Peter, das sieht ja so aus, als könnten wir hier auch Stunk, oder? Es geht gleich los hier mit dem Stunk. Tatsächlich können wir das auch. Die Künstler stehen bereit hinter mir. Adrenalin bis in die Spitze der Perückenhaare. Völlig aufgedreht, denn sie freuen sich auf die nächste Show. Und auch die ist wieder ausverkauft. Ja, und das sind hohe Erwartungen, die an euch gestellt werden. Martin Meyer-Bode, der Chefautor. Man sieht ja daran auch ständig ausverkauft, dass ihr was falsch macht. Ihr seid in einem viel zu kleinen Saal und ihr macht zu wenig Shows, um reich und berühmt zu werden. Ja, das ist diese klassische Düsseldorfer Eigenart. Wir sind eben bescheiden. Ja, und als Düsseldorfer bescheiden wollen wir uns hier in dieser kleinen Gemeinde versammeln, um richtig Spaß zu haben. Und das ist eben das Schöne. Wir haben hier 11 Veranstaltungen, die immer rappelvoll sind und haben riesig Spaß. Also lieber klein und kuschelig, so wie hier, als irgendwie einen großen Saal mit leeren Gängen zwischendurch. Ja, genau, richtig. Und wir machen hier Weltkabarett und Weltkarneval, aber im kleinen Raum. Das ist der Charme von Düsseldorf. Toi, 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 wünsche ich euch. Gleich geht es also los. Und zwar mit fetziger Powermusik von der Bühne. Ja, und die Zuschauer hier im Saal sind gespannt. Sie erwarten natürlich auch ein gewisses Maß an Lokalkomik. Und dafür sorgen zum Beispiel der Stadtarchivar und der Facility Manager des Rathauses. Kommen wir zu Düsseldorf. Alles hat angefangen 1288 mit unserem grandiosen Sieg über den Erzbischof von Köln in der Völkerschlacht von Worringen. Ja? Ach du Lieb. Ja. Sie wollen doch jetzt nicht ernsthaft über allen ollen Kamellen seit dem Urschleim referieren. Ich meine, da können die Leute genauso gut sich draußen einen hübschen Stein aussuchen, den beim Verwittern zugucken, ne? Ja, ist genauso interessant, geht aber viel schneller. Fertig? Jetzt. Super gut gelaunt, neben mir schon Andreas und Gabi. Ihr liebt diese Sitzung hier. Wir lieben diese Sitzung. Sie ist für uns das karnevalistische Highlight in Düsseldorf. Sie ist witzig, sie ist spontan, sie ist intelligent und wir lieben es, mit unseren Freunden hier zu feiern. Einer der Höhepunkte ist natürlich der Auftritt der Kanzlerin. Sie sorgt für die Bundespolitik, allerdings ist sie etwas mäßig motiviert und gelangweilt. Einmal ich mach. Und reiß neue. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und alle, hey, Merkel, Angstrupp, Idioten, Hopsasar. Hey, Merkel. Ja, und Hopsasar. Hopsasar ist das hier jetzt auch gleich. In wenigen Minuten bricht hier die Hölle los. Beim nächsten Mal besorgen Sie einfach rechtzeitig Tickets. Danke, Peter.